Jo, da ist er wieder. Ja. Einige von euch können es vielleicht schon ahnen, aber ja, auch ich werde jetzt mal mit euch zusammen ein Let's Play mit Banished machen. Einem sehr, sehr witzigen Aufbauspiel. Leute, die Anno 1602 und diverse Titel schon damals gespielt haben und auch die neueren Teile davon, werden sicherlich von vornherein wissen, um was es geht. Man fängt mit einer Handvoll Siedler an und baut sich dann sukzessiv aus. So, erstmal direkt die Zeit anhalten. Ja, bei Banished können wir auch erstmal auf Pause drücken und uns erstmal umschauen. In dem leichten Spiel, was ich jetzt ausgewählt habe, seht ihr ja, fangen wir mit einer Handvoll Ressourcen an. Wir haben einiges an Eisenwerkzeugen, genug Kartoffeln und Ledermäntel, ein paar Schafe und ein paar lustig aussehende Dorfbewohner. Zunächst erstmal das soweit, ja. Eigentlich ist das Spielprinzip recht simpel. Wir müssen halt am Anfang erstmal zusehen, dass wir die nötigste Versorgung kriegen. Das heißt, wir lassen die Leute erstmal hier Steine klopfen und Bäume fällen. Das Ganze kann man natürlich auch vorspulen. Aufpassen müsst ihr natürlich. Es geht nach Jahreszeiten. Fangen prinzipiell im Frühjahr an und haben dann einen Sommer dazwischen, im Herbst. Ja, und im Herbst wird es halt kalt. Und im Winter richtig. Und wenn wir nicht schnell genug reagieren und uns im Handwerksgebäude eben, Ressourcen, nee, Ressourcenproduktion so holen, brauchen wir einen Holzfäller, genau. Nicht mit dem Forsthaus verwechseln, der Holzfäller, der macht wirklich nur Brennholz. Wir brauchen dann noch, ach ja, die Einstellungsfenster vergesse ich immer wieder noch. Nicht das Ereignisprotokoll. Statistiken. Ne, genau, dieses Fenster. Das setze ich mir immer wieder mit hin. So, denn jetzt brauchen wir nämlich auch noch, wie ihr hier seht, Bauarbeiter für den Holzfäller. Die allgemeinen Arbeiter. Die allgemeinen Arbeiter machen Folgendes. Ja, die machen eigentlich nur das, was sie wollen. Das bedeutet, die gehen auch in den Wald und fällen Bäume auch so, aber jetzt sind nur so viel, wie sie wirklich Lust haben. Erst wenn mir die einzelnen Menschen ihre Arbeit zugewiesen haben, sind sie produktiver. Immer zusehen, dass am Anfang genug Essen da ist. Das ist hier gerade, ich sehe gerade, das ist wieder in dieser Map. Wird es sehr witzig, denn wir sind voll im Wald gelandet. Aber das ist nicht weiter tragisch, denn auch selbst wenn hier Steine im Weg sind, können wir Felder setzen. 10 mal 10 am besten oder 9 mal 11. Machen wir 9 mal 9. Und da werden erstmal Anbauen Kürbis und Weizen.
nehmen wir Weizen, weisen Bauern zu. Ja genau, weisen die Bauern zu und die fangen dann erstmal an, hier ihre Felder zu bearbeiten. Wie wir hier schon sehen, die zugewiesenen Arbeiter erstmal schön ihre Bäume weghauen. Wir müssen jetzt erstmal nur so sehen, dass wir über das erste Jahr kommen. Das ist aber meistens kein Problem. Hier in dem Spiel muss man sich wirklich viel, viel Zeit lassen, habe ich gemerkt, denn zu schnelles Bauen und zu schnelles Expandieren einfach nur dazu führt. Die vermehren sich mit einer extremen Geschwindigkeit, sage ich mal so, Leute. Es ist dann wirklich ganz heftig, was da an Nahrung verbraucht wird. Ich hatte Testmaps. Naja, ich habe quasi 200 Einwohner gehabt und 150 davon waren Bauern. Nur um alle zu ernähren. Und selbst dann haben irgendwelche Leute noch rumgemosert, dass ihnen kalt ist oder dass sie Hunger haben. Es ist ganz schwierig. Also wirklich, das ist teilweise echt ein Geduldsspiel. Es ist eben, aber ich muss sagen, es ist trotzdem von der Macher da sehr gut gemacht. Ist übrigens bei Steam erhältlich. Für einen kleinen Obolus. Und wie gucken wir jetzt erstmal weiter? Wir haben 8 Kinder und 12 Erwachsene. Hier schalten sich prinzipiell auch zwischendurch keine Gebäude frei. Also ihr könnt alle Gebäude, die existieren, prinzipiell auch zu jeder Zeit bauen, sofern ihr genug Stoff dabei habt. Die Fischfarm jetzt ist nur, ja, das ist eine Mod-Geschichte. Die gibt es bei dem Steam. Ja, selbst für diese Spiele werden Mods hergestellt. Das ist auch teilweise sehr interessant. Wir haben noch Frühling. Wie sieht's denn aus? Die Weizen wird gut angebaut. Geschwindigkeit, 5-fache Spielzeit. Ich zeige euch das jetzt mal kurz. Wenn ich jetzt die Geschwindigkeit auf 1 reduziere, seht ihr, wie langsam die laufen. Bürger, Name Ellie. Alter 12, Beruf Bauarbeiter. Hier wohnen Enrico und Ellie drinne, er 14, sie 12 und haben 3 Kinder. Rentler ist 2, Windsor ist 9, Salomena ist 6 Jahre. Das ist schon, naja, man muss es mal so sehen, die waren im Mittelalter ja schon eher reif. Also davon dürft ihr euch nicht täuschen lassen. Die leben im Schnitt so bis 80 in dem Spiel und dann sterben die natürlich. Dann sollte man später auch noch den Friedhof errichten, was die Stimmung dann mehr hebt, weil sonst liegen die Leichen einfach nur rum.
Das Feld wächst noch. Die Fischfarm wird auch noch gebaut. Fischfarm ist eine gute Sache, denn dieses Gebäude ist eines der einzigen, soweit die Sommer wie Winter durchgängig Nahrung produzieren. In ihren kleinen Fischteichen. So, jetzt lassen wir die aber mal noch ein bisschen hier. Komm, kloppt mal hier die ganzen Bäume noch weg. Fünf Arbeiter haben wir. Jetzt nur noch vier. Aber nein, das sollten sie. Kleiner Trick. Was auch immer sehr gut geht, habe ich festgestellt, wenn die Bauern sowieso im Winter nichts zu tun haben, nehmt den einfach der Arbeit weg und schickt sie in den Wald, können sie Bäume fällen. Ihr kriegt Ressourcen, Platz, die haben Holz. Und kurz bevor der Frühling im Spätwinter wieder einsetzt, weist sie wieder ihrer Arbeit zu. Und schon geht das auch wieder besser. Ja, okay, geht gut, das geht schon. Rock 15. Und ein unaussprechlicher Name, Ether, ist 20. Ja gut, das ist für die Verhältnisse akzeptabel. 13 und 18, ja beide 15. Mhm. 12 und 13. Und haben ein Kind mit 2 Jahren und eins mit 0. Und da haben wir ein Schaf. So, wir bauen jetzt mal die Weide ist zu klein. Mhm. Immer zu sehen, dass genug Brennholz und dass genug Lebensmittel da sind. Das Nahrungslimit kann man hin und wieder hochschrauben. Lagerplatz ist auch entscheidend. Ah, jetzt kommt schon die erste Meldung. Der Speicher ist zu voll. Das ist nicht weiter schlimm. Dann machen wir hier so eine Lagerfläche hin. Und dann bringen die automatisch das gesamte Gerümpel dahin. Also Erze, Holz und Steine. Während Lebensmittel aber in der Scheune gelagert werden, zum Beispiel. Und Kleidung und Werkzeuge. Also nur Rohstoffe. Auf die Lagersilos quasi verlagert. So. Du.
ein Bier. So, dann bauen wir ihnen eine Kirche. Wir haben spätes Frühjahr. Prozent ist das Feld fertig. Gut. Schaffe, schaffe, Häusle baue. So, damit müssen sie ja irgendwo wohnen, denn ja, es wird langsam eng. Die einzelnen Häuser, wie gesagt, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn die Kinder zu alt werden, wollen die ihre eigenen Häuser. Der Vorrat an Nahrung ist sehr niedrig. Okay.